Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte meine Top und Flops im Mai euch zeigen. Und zwar habe ich gedacht, ich fange einfach mal, ja, ich habe ein paar Sachen zusammengesammelt. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang. Ihr kennt ja das, bla 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 bla. Wir fangen auch direkt an. Ich habe, glaube ich, einen Flop, vielleicht auch noch einen zweiten. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber was ich euch als Top-Favorit zeigen kann aus meiner Kiste, ist diese wundervolle Lancaster Sun Beauty Velvet Milk in 30. Die ist mega geil. Sie riecht einfach gut. Sie hat sowas, also so nach Nivea, so nach Sonnenschutz und riecht fantastisch. Würde ich mir definitiv nachkaufen, obwohl sie bestimmt teuer ist. Aber ich gucke mal, dass ich meine verbrauche. Und wenn ich dieses Jahr doch noch eine brauche, dann würde ich tatsächlich diese hier auch mir gönnen. Einfach, weil es mir wahnsinnig Spaß macht, Sonnenschutz zu tragen, weil ich einfach denke, dann habe ich weniger Falten. deswegen ist das ein Top-Favorit. So sieht es aus. Falls ihr screenshotten wollt. Und dann habe ich ein Favorit aus der Pflege noch. Zwei Augen-Make-up-Phasen. Entferner. Das ist zum Beispiel ein Top-Produkt. Und ich habe auch ein Pendant dazu, was ein Flop ist. Ich zeige es euch mal. Für mich eher ein Flop ist von Revelle de Loup das hier. Das habe ich jetzt zwei oder dreimal getestet und es hat einfach nicht so funktioniert, wie ich es gerne wünsche. Ich wünsche mir nicht so viele Rumrubbelerei, weil ich habe davon einfach nichts. Ich möchte, dass es schnell geht und ja, schminken kann etwas länger dauern, kann man mehr Zeit investieren, sage ich mal, wie abschminken. Deswegen ist das für mich ein Flop, weil es einfach nicht so schnell geht. Ich werde es natürlich versuchen aufzubrauchen, weil ich einfach kein Augen-Make-up-Entferner habe, bis auf Pröbchen. Und das wollte ich mir für ein Projekt aufheben. Wie gesagt, Top von Cadera Vera, das ist das. Ich werde das wahrscheinlich auch da reinfüllen, denn das hat das Gute, ist so ein Klickmechanismus. Und dann kommt das hier raus. Also man muss nicht aufschrauben, dann fliegt der Deckel runter. Es kennen vielleicht einige Mädels von euch, dass das einfach nervig ist mit dieser Deckelfummlerei. Deswegen ist das für mich ein Top-Produkt und das hier eher ein Flop. Dann haben wir ein Flop-Produkt und zwar den Augen-Make-up-Entferner. Den Nagellack, bloß nicht am Auge rumrubbeln. Leute, falsche Information. Ebenin Nagellackentferner acetonfrei. Ich weiß nicht warum, aber warum trocknet meine Nagelhaut bei acetonfreien Nagellack mehr aus als bei acetonhaltigen? Ich muss weniger rubbeln, ich bin schneller durch. Ich wasche dann immer meine Hände ab, bevor ich Nagellack drauf mache. Von daher ist das für mich ein Flop. Werde ich jetzt auch aufbrauchen. Ich bin mit dieser Flasche schon seit 2 Jahren am Machen und Tun. Das Ding wird nicht leer. Also es ist jetzt noch so viel gefüllt. Ich versuche es immer mal wieder, aber viele Nerven habe ich nicht für dieses Produkt. Deswegen ist es eine Schande. Dann etwas, was ich absolut feiere. Ich kann auch da mal gucken, wie viel da noch drin ist. Also vermutlich ist da irgendwie nur noch so viel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt oder ich sehe nämlich das auch nicht. Auf jeden Fall handelt sich das um mein No Yellow Shampoo mit 1000 Milliliter, also 1 Liter Silbershampoo. Und ich bin das jetzt schon seit einem Jahr benutzen ungefähr. Ja, konnte hinkommen. Mai letzten Jahres habe ich mir das gegönnt. Es ist nicht so viel. Ich habe schon mehrere Videos damit verfasst. Ich muss sagen, das beste Ergebnis, was ich erziele, ist, wenn ich mir zweimal hintereinander die Haare damit wasche und dann eine Woche mal nichts mache. Nur noch pflegen. Und wenn ich das benutze, benutze ich immer eine Haarkur. Ich finde, das ist einer der austrocknendsten Shampoos, die es gibt. Von daher, das ist das hier. Und ich liebe es trotzdem, trotz dass es austrocknet, liebe ich das, was es mit meinen Haaren macht. Ich habe einfach absolut keinen Gelbstich hier drinne dann. Sehr, sehr weiß und manchmal sogar violett schimmernde. Ja. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist auch günstiger, als wenn man sich die 3-Euro-Shampoos so mal anguckt. Das kostet um die 14 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. Und das reicht über ein Jahr. Und bei den meisten Silber-Shampoos, die sind einfach nicht so pigmentiert. Und vielleicht erkennt ihr das, wie gut es pigmentiert ist. Ich möchte es jetzt nicht anlangen, sonst ich habe ein weißes Oberteil. Und es ist seltenst weiß. Wirklich seltenst weiß. Ich zeige euch auch benutzte Produkte. Das heißt, wenn ihr das eklig findet, dann einfach wegschalten, anderes Video anklicken. Aber bei mir ist, ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich kann auch nicht reden. Aber
Ich zeige euch auch benutzte Dinge. Ist doch klar, dass ich das nicht vorher reinige. Zum einen haben wir hier von Catrice, das ist so ein Schwamm. Theoretisch ist das eigentlich das, was kein Mensch brauchte vorher als Polsterung. Es ist super für synthetische Pinsel. Ich sage extra synthetische, weil ich finde, die echt Haar verlieren einfach Haare. Hier zum Beispiel fliegt auch ein Haar rum vom Echthaarpinsel. Es finde ich nicht gut. Deswegen kann ich euch das nicht empfehlen für echte Haarpinsel. Aber wenn ihr zum Beispiel so einen synthetischen, flauschigen Pinsel habt, dann einfach mal hier so rumswirlen und dann ist er wieder ready to go. Also das Teil kann ich euch empfehlen. Ich kann euch das aber auch von For You Beauty empfehlen, weil im Endeffekt sind das alles gleiche Dinge. Ich habe 3,99 € gezahlt und For You Beauty, ich würde immer zum günstigen Produkt greifen, hat es für 1,99. Also ab in den Rossmann. Ich weiß gar nicht, ob DM sowas auch hat. Keine Ahnung. Dann habe ich noch ein Pflegeprodukt. Also Trockenshampoo von Isana. Das habe ich im letzten Rossmann Haul gezeigt. Das ist Du bist zauberhaft. Ich muss sagen, es hat einen blumigen Duft. Der ist sehr angenehm. Ich würde süßlich blumigen Duft sagen. Doch, das riecht nicht nach, das riecht eher nach Obstsalat, muss ich sagen. Also eher diese Richtung und nicht diese hier. Finde ich sehr, sehr angenehm. Trotzdem mit blumig-fruchtigem Duft. Ich finde eher fruchtig. Aber das ist ja egal. In den Haaren, natürlich hätte ich gerne lieber einen frischen Duft, clean, sauber. Aber das macht wirklich was. Und zwar entfernt es einfach den Fett. Das Fett, was in den Haaren ist, entfernt es. Ich habe keinen Jucken. Manchmal, wenn ich zu oft Trockenshampoo benutze, jetzt juckt meine Birne, wenn ich davon rede. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, meine Kopfhaut juckt danach und fettet dann noch extremer nach. Das habe ich bei dem nicht. Ich mag das. Ich würde es mir auch wieder kaufen. War eine Limited Edition. Habe ich für 55 Cent geschossen. Ich habe gleich zwei mitgenommen. Schade, dass ich nicht das ganze Regal gekauft habe. Aber beim Balea zum Beispiel habe ich, finde ich, nicht so gut wie das von Isana. So viel zum Thema. Dann habe ich noch ein Tool, was ich euch zeige. Ich habe noch mehrere Tools, die ich euch einfach mal kurz mitteilen möchte, was schon länger mein Favorit ist. Und zwar das hier. Das sieht total affig aus, wenn man das benutzt. Ich sitze auch nicht da und lackiere so meine Nägel. Das ist übrigens für Nagellack. Das ist von Essence zum Beispiel. Man stellt sein Nagellack da rein. Vielleicht kennst du einen oder andere. Ich habe das Problem, wenn die Fläschchen relativ leer sind. Kann ich das so aufstellen und kann dann einfach immer aus dieser gekippten Flasche, das liegt dann so da und dann kann ich besser an den Nagellack rankommen, wenn der fast leer ist. Punkt. Das ist ein absoluter Favorit. Benutze ich seitdem ich es habe tatsächlich immer. Also, ich würde nicht sagen vielleicht immer, aber von 10 Mal würde ich sagen 8 Mal. Wenn mein Nagellack halt eben fast leer ist und ja. Oder wenn ich auch auf der Couch mal meine Nägel lackiere, dann benutze ich das auch gerne mal. Aber im Endeffekt nutze ich das echt für halbleere oder halbvolle Nagellackflaschen. Dann habe ich noch Ebelin-Eier. Und zwar diese zwei. Den habe ich gestern, glaube ich, benutzt oder so. Die sind eben, wie gesagt, benutzt, weil ich sie auch benutze. Ich benutze sie täglich mit unter anderem. Also das Ei, was mir in die Quere kommt, das wird auch benutzt. Die sind von Ich kann das Ebelin. nicht erkennen, ja? Hier steht auf jeden Fall Ebelin, sind beide von Ebelin. Ich würde persönlich euch, wenn geschmackstechnisch natürlich eher das hier empfehlen. Das ist das Abgeschrägte und ich würde auch nicht das helllilane nehmen. Das ist ja fast wie weiß nehmen und draufpacken, weil ich finde einfach, man kann viel, viel mehr mit diesen abgeschrägten Eiern anfangen. Die Spitze ist viel, viel spitzer, man kommt viel, viel besser im Innenwinkel. Aber die Ebelin-Eier für 3 Euro, absolut ein Top-Produkt in der Drogerie, sind auch mega weich, wenn man sie anfeuchtet. Und ja, das Pendant dazu, was man aus dem Internet holen kann, sind diese Eier hier. Das ist das, was mir die Sunny zugeschickt hat. Das ist immer noch da. Ich sehe das auch, weil das hatte schon vorher diese Knicke, wahrscheinlich von der Verpackung. Und das sieht so aus und wird dann so. Und ich muss sagen, die sind mega weich. Man kann sie waschen. Zum Beispiel das von Sunny hat länger überlebt als das von mir. Das hat hier jetzt schon so einen Knick drin. Falls ihr das seht, da bin ich ja voll mit dem Nagel rein. Aber die sind super, super
super, super fluffig. Man kommt einfach hin. Das Set kostet 13 Euro. Da sind sechs, hoch, Schmeiß weg, sechs Eier drin. Ich kann es euch absolut ans Herz legen. Dann kommen wir schnell zu den Nägeln. Dann habe ich zum Beispiel hier ein Basecoat. Ich hatte einmal weggemacht, weil ich gedacht habe, was ist das für eine Kacke? Aber ich muss sagen, ich bereue es. Denn man braucht ultra wenig, weil er so flüssig ist. Das ist ein Basecoat mit Vitamin E. Galactic Tintaint Treatment. Treatment. Absolut New York. Kann ich euch absolut ans Herz legen, wenn ihr das noch in irgendeiner Box war, das glaube ich mal. Und ich hatte das schon mal zugeschickt gekriegt, also von jemandem, wo wir getauscht haben. Und ich fand das überhaupt nicht gut. Und jetzt habe ich es wieder gehabt und habe gedacht, nee, Frau, benutzt das mal und probier es einfach aus. Und ihr seht, ich benutze es jetzt schon 2 oder 3 Monate und es ist nur so viel raus. Also ich komme wahrscheinlich, ja, 9 Monate damit aus oder sowas, weil es wirklich, es sind 17 Milliliter und dann ist es noch extrem flüssig. Das Gute ist, es ist eine ganz dünne Schutzschicht, das was ich brauche, damit diese Rillen gefüllt sind, aber es trocknet auch einfach viel, viel schneller. Dann einer meiner absolut Lieblings-Topcoats. Ich bereue es so, dass ich ihn erst jetzt entdeckt habe, wo es aus dem Müller rausgegangen ist. Und zwar von Sally Hansen. Es ist der Insta3. Topcoat, das ist absolute große Liebe. Ich liebe den. Wenn ich den nicht benutze, bin ich unglücklich. Dann klebt der Nagellack, habe ich das Gefühl, 100 Jahre danach noch. Und wenn ich den benutze, ist er innerhalb von 2 Sekunden einfach trocken. Dann habe ich so nagellacktechnisch, wollte ich euch einfach Sally Hansen ans Herz legen. Ich finde das ultra schön. Mein Sohn hat es auch schon ausprobiert. Der ist dran gegangen und hat mal das Fläschchen aufgemacht. Ich muss sagen, das hat ein optimales Pinselchen und es trocknet super schnell, verteilt sich sofort auf dem Nagel und es sieht einfach klasse aus. Sie sind meistens deckend mit einer Schicht. Mir gefällt einfach diese Formulierung, dieses Trockengefühl, dieses. Es ist einfach der perfekte Nagellack von mir. Wenn ich alle aussortieren würde, wären es alle außer die Sally Hansen Nagellacke und die neuen von Essence. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Also Sally Hansen und die Farbe ist auch ganz schön. Das ist die 290. Das hatte ich euch bei Instagram auch gepostet. Ich schreibe mal meinen Instagram-Account für die neuen Zuschauer mal hin. Dann könnt ihr mich auch gerne verfolgen. Da poste ich eigentlich, wenn ich schaffe, täglich irgendein Bild, irgendwas, irgendwie was aus meinem Leben, wie ich mich geschminkt habe, irgendwas nagellacktechnisch oder. Manchmal kommen auch mehrere Posts an einem Tag. Unglaublich, dass ich das schaffe. Und zwar diese hier. Zum einen sind das die nagelneuen Dingern hier. Das finde ich richtig gut. Das ist Me. Gelschein ist das Nagellack. Selbe Formulierung, muss ich sagen. Das ist jetzt so ein wunderbarer Türkis. Ich würde schon sagen, fast ins Grünliche gehen. Ne? Nicht Türkis, wie heißt denn das? Mint. Mintton, richtig schön, trocknen gut, haben eine tolle Gelformulierung, sieht einfach schön aus, vergleichbar mit den Sally Hansen für kleines Geld. Und meine perfekte Lieblingsfarbe für Nude-Nägel ist diese hier, das ist die Nummer 10 von Essence. Das ist die Nummer 10, falls man es sieht. Ich hoffe doch. Ich liebe diese Formulierung. Es sieht so schön gepflegt aus. Es macht einfach tolle Nägel. Das gefällt mir richtig gut. Dann habe ich so ein paar Nagellack-Favoriten, einfach die jedes Jahr im Sommer rauskommen. Zum einen dieses hier von Catrice. Leider gibt es den nicht mehr. Man sieht auch, dass ich ihn gut verwendet habe, weil ich ihn einfach sehr, sehr liebe. Die Farbe ist einfach unglaublich. Und da ist die Farbe. Das ist das Sky So Fly 114 von Catrice. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Ist die wunderschönste blau-lila Farbe, die es gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Das ist wirklich einer der schönsten Farben, die es überhaupt auf meinen Nägeln gibt. Lass den Quatsch, ja? Danke. Danke. Nee, brauche ich nicht. Danke. Dann habe ich von Essie. Essie kann ich euch gar nicht so empfehlen. Ich finde, sie sind immer irgendwie leicht durchsichtig. Ich mag persönlich Essie nicht. Die Farbe ist ganz nett. Das ist so ein Peach-Orange. Das sieht ganz nett aus auf den Nägeln. Ich kann es euch aber nicht empfehlen, als Essie zu unterstützen, was einfach viel zu teuer ist. Die Formulierungen gefallen mir einfach persönlich nicht. Deswegen würde ich es einfach lassen.
Dann habe ich hier, das ist einer meiner Schätze, das ist vorher mein perfekter Nude-Ton gewesen. So ein leicht rosa Peach. Das ist von Essence aus I Care for You. Davon habe ich so viele Backups gehabt. Ich habe schon eins leer gemacht, weil ich das einfach liebe. Warum fokussierst du nicht mehr? So. Und dann habe ich noch von Trended Up dieses wunderschöne Schätzchen hier. Von der Nummer 1. Danke, Schatz. Die 210. Auch toller, 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 knalliger Ton. Ich liebe es auf meinen Nägeln, wenn es so knallig ist oder auch mal dezent. Ich brauche das nicht, Schatzi. Danke. Lass es da drin. Und dann haben wir noch ein paar. Zwei Cremes, die ich absolut liebe, die ich zugeschickt habe von der lieben Sarah, die mir so ein Riesenpaket gemacht hat. Und dann noch ein riesengroßes mit Pflegeprodukten. Und ich bin fleißig am Austesten und bin von vielen begeistert. Ein paar habe ich sogar platt gemacht, weil sie mir so gut gefallen. Einmal von Balea Med, Ultrasensitiv Anti-Aging Tagespflege. Das habe ich jetzt gerade in der kalten Jahreszeit eigentlich super gerne benutzt. Das heißt so eher so bis zum Frühling. Und jetzt diese hier, das ist die Glow Cream von Moi, von Stefanie Giesinger. Die hier, die habe ich im Februar geliebt und auch davor, also seitdem ich sie eigentlich benutzt habe, ich vertrage sie gut. Sie sind zwar keine Alternative, sie sind halt im Moment eine Alternative zu der Glow Cream von Nivea, weil ich die absolut liebe. Aber ich möchte gerade erstmal ein paar Sachen leer machen, bevor ich mir die Glow Cream wieder als Backup kaufe und die Schubladen vollstopfe. Deswegen und mein Kaufverhalten ein bisschen reduziere im Monat Juni. Deswegen, bisher habe ich eine Sache bestellt im Juni, die relativ teuer war. Und das war's. Also im Moment habe ich echt mich im Griff, sage ich mal. Da habe ich mir gleich am Anfang von Juni geholt. Und ja, ich wollte jetzt auch nur, wenn dann Sachen nachkaufen, welche ich auch brauche, aber nicht welche, die ich als Alternative halt eben da habe. Alternativmäßig habe ich halt noch zwei Gesichtscreme und drei als Backup. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das sind tolle Favoriten. Wenn ihr wirklich etwas Reichhaltigeres haben wollt, dann kann ich die Ultrasensitiv Antifaltencreme empfehlen. Da ist ja Q10 dabei, glaube ich. Oder sowas in der Art, dass es halt eben reichhaltiger ist. Und als normale Tagespflege, einfach für den normalen, denke ich, für jeden Hauttypen steht ja auch da eine Gesichtscreme. Dann kann ich euch diese von, die sieht nicht nur schick aus, die kann auch was. So, dann habe ich noch ein Lieblingsprimer. Und zwar ist es der Your Better Workproof Primer von Essence. Ich muss sagen, der hat so eine komische Konsistenz. Erinnert mich mega an den Essence Nagellack. Schaut mal. Von der Konsistenz her ist es schon was speckiger. Ich würde nicht sagen, unbedingt total für ölige Haut. Hat sowas von einer Lichtschutzfaktor-Creme an sich schon. Da ist Lichtschutzfaktor 20 drauf. Wenn ich jetzt nichts Großartiges mache, nicht rausgehe oder irgendwie sowas und mich trotzdem richte, dann benutze ich den super gerne. Und wenn ich halt mich vorher, ja, wenn ich weiß, dass ich auf jeden Fall unterwegs sein soll, dann trage ich mir einfach Lichtschutzfaktor auf und dann noch die, gerade hier in diesem Wangenbereich. Und das sieht so schön aus. Und ich bin ganz froh, dass ich noch ein paar Backups habe. Dann brauche ich sie nicht mehr nachkaufen. Und ich würde sogar behaupten, dass sie jetzt irgendwie sich da befindet. Jetzt, wo ich meine Favoriten wenigstens abgedreht habe, kann ich sie auch benutzen. Dann habe ich einen absoluten, absoluten Lieblingslippenstift im Mai gehabt, den ich sogar aufgebraucht habe. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und ich liebe den. Den habe ich, glaube ich, von der Sarah auch. Den habe ich jetzt rauf und runter getragen, immer in meiner Handtasche gehabt, irgendwie auf der Arbeit schnell, irgendwo, egal wo ich war, einfach drauf. Das war der perfekte Nude, sag ich mal. Das ist kein, ich mag nämlich nicht so furztrockene Lippenstifte. Ich benutze eigentlich Lipgloss, damit es meine Lippen pflegt oder Lippenstifte, damit es gepflegt ist. Ich vergesse Labello so, so oft. Dann brauche ich einfach diese cremigen Lippenstifte, die einfach meine Lippen pflegen. Und das war ein absoluter Favorit. Der war auch von Essence. Also relativ erschwinglich. Ich glaube aber, dass es die Reihe nicht mehr gibt. Er ist ja aufgebraucht, dann brauche ich ja nicht mehr einen Korb zu machen.
Dann habe ich noch eine Lidschattenbase. Die habe ich mir erst vor kurzem im Rossmann nachgekauft, weil ich sie einfach gigantisch finde. Ich finde, wenn man sie sogar offen lässt, so über einen Tag, einen Tag lang, dann wird sie ein bisschen so dickflüssiger und man kann sie besser einarbeiten, dass sie nicht so ganz so flüssig ist. Und ja, ich liebe sie. Das ist die I Love Color Intensifying. Intensifying, ja, Base liebe ich, ist ein absoluter Favorit. Wenn die jemals leer gehen wird, wird sie jetzt andauernd nachgekauft, weil die schafft auch heiße Sommertage. Dann habe ich noch zu guter Letzt, ja, es sind noch einige Sachen. Einmal den Fenty Beauty Gloss. Ihr seht natürlich keinen Unterschied, aber wenn ich den auftrage, ich hatte ihn letztes Mal bei 30 Grad in meiner Handtasche, das fand er nicht so gut und war sehr, sehr flüssig. Ist mir dann überall verlaufen, aber ich finde einfach, der Effekt ist einfach unglaublich schön. Ich liebe auch den Geschmack und dieses Aussehen. Ich liebe ihn. Ich würde mir tatsächlich die anderen doch zulegen. Aber erst, wenn ich mich entschieden habe, ob ich den wirklich so sehr liebe. Im Moment liebe ich ihn so sehr, dass ich bereit bin, nochmal 17 Euro auszugeben. Improvisieren heißt es. Dann. Ja, auf jeden Fall den hier. Das ist der Fassi. Und Fassi liebe ich. So, dann haben wir noch hier den hier. Das ist von Catrice, ein Plumping Lip Gloss. Da sieht man auch ganz gut, dass ich ihn gut aufgebraucht habe bis zur Hälfte. Also ich bin jetzt unter diesem Strich hier. Er ist okay. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen eine siffige Angelegenheit, weil einfach dieses Teil hier so irgendwie. Ja, man kommt halt immer. Und ich mag den ganz gerne mal so zwischendurch, so milchiges. Dieses Plumping-Effekt ist jetzt nicht gerade so groß. Dann haben wir zwei Foundations, die ich absolut für mich entdeckt habe. Einmal die Elf. Die Elf kann ich euch empfehlen, wer geruchsunempfindlich ist. Bei der Elf ist jetzt nur noch, ja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Seht ihr diese zwei Schichten? Bei der 11 ist nur noch weniger als die Hälfte, sag ich mal, drinne. Und der Rest ist aufgefüllt mit der 183 Days Cream, weil die Verpackung so scheiße ist. Ganz einfach. Ich liebe diese 11. Die ist ölfrei, hat Lichtschutzfaktor von 15, ist Porzellan. Es macht den schönsten Tag, den ich habe, aber der Geruch riecht einfach, als würde ich in eine Lackiererei sein. Das würde mich wahnsinnig nerven, deswegen würde ich die nicht nachkaufen. Dann habe ich die Fit Me Foundation. Huch! Die Fit Me Foundation Matte and Poreless in der 128, die ist mir ein Ticken zu dunkel. Wahrscheinlich passt sie eher so in Sommerrichtung, also noch mehr Sommerrichtung. Die letzten zweimal auf der Arbeit. Es ist mal ein schnelles Make-up. Es sieht fantastisch aus. Es hält wirklich mich 10 Stunden matt. Manchmal glänze ich dann ganz, ganz wenig, aber manche Foundations kriegen es überhaupt nicht nach 10 Stunden hin, so auszusehen wie die hier. Also wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid ein bisschen ölig und doch Normalhaut, also eher so eine Mischhaut, aber Tendenz zu ölige, kann ich euch die absolut ans Herz legen. Jetzt vielleicht nicht in der 128, aber die haben ganz, ganz viele Farben. Dann ein Tattoo Brow kann ich euch noch ans Herz legen. Dazu habe ich auch mal ein extra Video gemacht. Ich kann euch es absolut empfehlen, weil 2 Tage habt ihr eure Ruhe. Es ist ein leichter Rotstich dabei, ja, bei beiden Tönen. Ich trage eigentlich unten drunter gerade das Light Brown. Ich mag aber Dark Brown mehr. So, dann kommen wir zu Larisee. Da habe ich zwei Düfte. Einmal habe ich mir das nachgekauft, also den Duftzwilling sozusagen. Und das ist die 108. Das riecht so nach, ja, so irgendwie noch nach leckerem Baby. Ich bin nicht. Ich weiß es nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es cool, dass man einfach für wenig Geld kurz den Effekt hat, aber es ist kein langer Prozess, den man hat. Und einmal habe ich die 83 und ich liebe 108 und 83. Ich habe noch einen Duft, den mag ich gerade nicht so, weil ich einfach das Original daheim habe. Aber ihr seht ja, wie oft ich sie benutzt habe und ich habe sie ja seit März oder Februar. Ich glaube seit März. Seit 2 Monaten und das ist schon ein guter Fortschritt für mich. Das sind 50 Milliliter und ich feiere sie. Dann habe ich noch zwei Pinsel. Das sind Neuzugänge. Der eine ist komplett neu. Die 100, die M514.
Das ist so ein ganz, ganz kleiner Detailbrush, um hier am Außenwinkel zu arbeiten. Und die 106 benutze ich super, super gerne. Das sind diese zwei, um unten am Wimpernkranz zu arbeiten. Hier in der Lidfalte ganz, ganz kleine Detailarbeiten zu machen. Absolute Favoriten. Schaut euch Morphe Brushes an. Dann habe ich einen Flop und zwar ist es die Lemonade Palette. Ich muss sagen, die schimmernden die schimmernden Geschichten sind nicht ganz so. Man kriegt schon was hin, sag ich mal, wenn man will. Aber man muss halt aufbauen, ne? Und ich finde, für einen Fuchs muss man nicht aufbauen. Ich finde, für einen Fuchs sollte es da sein, wo es sein soll. Deswegen, die matten Töne dagegen sind wieder fantastisch. Deswegen toll, aber ein Flop für die Schimmernden. Die geht weiter. So, und dann haben wir noch die, also das ist eher, wie gesagt, ein Flop. Der zieht jetzt weiter, das poste ich dann bei Instagram. Dann habe ich Laura Lee, die Pyjama-Palette da. Wunderschön, wunderschön. Schimmer, matt, alles geil. Ich liebe diese Palette. Unheimlich handlich. Die Farben sind fantastisch. Die Pigmentierung, Halleluja. Halleluja. Also wirklich zum Empfehlen einfach. Also das ist eine Palette, die kann was. Da ist es mir auch wert, so viel Geld auszugeben, weil man einfach nicht so viel Pinselhantierungen braucht. Es geht schnell. Man kann alles gut benutzen und ich liebe diese Pyjama-Palette da. Pyjamas. Dann auch ein Favorit hier. Those of Colors. Color Rain. Nee, Color Rain. Color Rain Lovelies. Ich muss sagen, das ist unglaubliches Blau. Wenn ihr Blau haben wollt, das ist das stärkst pigmentierteste Blau, was es ever gibt. Ich habe Angst, dass ich gleich. Und ihr könntet nochmal zwei Linien ziehen. Und nochmal. Also das ist so gut pigmentiert. Ich kann euch die Palette einfach, ich kann euch einfach Color Rain an sich ans Herz legen, um euch das mal anzugucken. Sie lassen sich gut verblenden. Sie, ja, weiß ich nicht. Was soll ich sagen? Es war einfach das tiefste Blau. Man kann so viel machen mit einem Swatchfinger, ja. Und Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Vor allen Dingen diese kleinen Paletten sind super handlich und ja, mir gefällt's. Ich bin ganz froh, dass ich Besitzerin von Color Rain bin. Dann habe ich noch eine Palette und zwar die. So, dann habe ich noch eine einzige Palette und zwar ist es die Jeffree Star Palette. Ich finde sie einfach super, super mega pigmentiert. Gerade die matten Töne. Die matten Töne lassen sich übereinander schichten. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Diese Pigmentierung, die Farben sind so, wie sie sind einfach. Und das ist mir super wichtig. Also ich möchte keine Palette haben. Ich zeige euch extra nur die matten. Weil Schimmer ist ja klar meistens pigmentiert. Aber ich muss euch sagen, dass alle, und ich es absolut geil finde, diese Palette in meinem Besitz zu haben. Ich weiß gar nicht, welche ich schon geswatcht habe und welche nicht. Also Hammer! Hier habe ich sogar ein paar Doppeln geswatcht auszusehen. Mega geil. Das ist ein absoluter Favorit, was matte Töne. Wenn ihr wirklich bunte, gedeckte Herbstfarben sucht, dann ist diese Palette absolut für euch was. Weil ich finde einfach, sie ist so. Sie ist nicht mädchenhaft, sie ist eher so fraulich mit Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Nicht so pastellig, wie gesagt, so mädchenhaft, sondern richtig fraulich. Man kann authentische Looks damit schminken, aber man kann eben auch kunterbunt werden. So wie ich meinen ersten Look damit geschminkt habe. Und ich habe auch schon einen natürlichen Look geschminkt. Da habe ich das benutzt. Ein bisschen davon und ein bisschen das. Also die komplett obere Reihe zum Beispiel. Und unten sind dann ein bisschen so Eyecatchers oder einfach nur so einen wunderschönen Mauve-Ton. Hammer. Einfach nur schön. Dann habe ich noch ein Lippenstift-Favorit. Das habe ich euch vorher nicht gezeigt, weil ich kaum Speicher hatte. Und zwar ist das jetzt so eine Manhattan, ein Lippenstift jetzt von Manhattan. Ich mag aber dieses Tönchen. Ich mag, wie gesagt, so Schier-Lippenstifte eigentlich super gerne, die einfach ein bisschen Feuchtigkeit spenden sind, eigentlich sich wie ein Lipgloss anfühlen, also so aussehen wie ein Lipgloss, sind aber Lippenstifte. Und dann habe ich so ein schönes Korall. Feiere ich einfach im Sommer, finde ich einfach super schön. Und jetzt sind so ein paar heiße Tage da gewesen. Da habe ich wirklich nur einen Lidstrich getragen, wenn überhaupt. Oder war ungeschminkt.
Und ganz wenig dann. Na? Ich finde es einfach schön. Ich finde es einfach schön, ein bisschen Farbe auf den Lippen zu haben. Deswegen super, super zum Empfehlen. Dann habe ich noch ein Puder, was ich euch empfehlen kann. Ich weiß es nicht, ob es das schon in der Drogerie in Deutschland gibt. Und zwar will ich euch zeigen, das war fast voll, als ich es bekommen habe. Und vielleicht seht ihr das, dass es wirklich ziemlich dem Ende sich neigt. Und ich euch das absolut ins Herz legen kann. Das ist von Maybelline Fit Me. Ich mag sowieso die Fit Me Reihe sehr, sehr gerne. Das ist das Loose Finishing Powder. Es sind 20 Gramm drin gewesen. Und ich, das riecht nach nichts und es mattiert todesmatt. Ihr seid danach wirklich matt. Das, wenn ich das drauf halte, dann hält mir mein Make-up 15 Stunden locker. Locker. Also ich mache das nur im T-Zone-Bereich, also meistens eigentlich nur auf der Stirn. Es ist mir ein Ticken zu hell. Manchmal sehe ich ein bisschen aus wie ein Ghost Rider. Aber es macht matt, 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 matt. Also das, was es auch verspricht, es ist ein, ja, ein loses Puder und macht einfach nur matt. Und ich glaube nicht, dass es das in der Drogerie gibt. Ich mag auch die gepresste Variante. Ich finde nur dieses lose Puder, das ist wirklich eins der fettsaugendsten etwas. Und ja, somit hätte ich meine ganzen Favoriten. Eigentlich waren es auch so, ja, Favoriten von davor, die ich mal vergessen hatte, euch zu erwähnen. Und ah, noch eins. Mir fällt noch eins ein. Ich dachte, ich hätte Lippenstift am Oberteil geschmiert. Mir fällt noch eins ein. Zu guter Letzt. Und zwar ist es das Make-Up Revolution Pro Fix Spray Öl Control. Ich habe tatsächlich das Gefühl, es nimmt die Schicht runter, aber spendet nicht noch mehr Öl zusätzlich. Das heißt, es mattiert in dem Sinne, wenn ich nämlich das Glow Mist, also von Glow, das Glow Mist benutze, es macht das Sinn, dann habe ich einen Glanz. Auch wenn ich ein anderes Fixierspray benutze. Dann glänzt mein Teint. Damit aber nicht. Also ich trage es mir auf, lasse es antrocknen und ich habe nicht diesen Glanz, den ich jetzt drauf habe die ganze Zeit, sondern es verschwindet dann in nichts und habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich was tut. Hätte ich ja vorher nicht gedacht, aber jetzt mittlerweile, das ist so gut wie leer. Also es ist vielleicht noch so viel drin, ich sehe es jetzt gerade nicht, wie viel da eigentlich drin ist. Aber ich kann es euch absolut mal ans Herz legen. Es riecht wie Apotheke. Ihr müsstet dann einfach mal die Nase zuhalten und drauf geschissen. Ihr riecht das auch nicht danach, sondern nur während ihr das aufsprüht und bis es trocken ist, dann riecht ihr aber nichts. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es wirklich kontrolliert. Richtig. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Das waren meine Tops und Flips. Tschüss.